Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Let's Play Prey mit Paxis. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob jetzt der Tag nochmal von vorn losgeht. Ich habe mir das Datum nicht gemerkt, aber da jetzt hier irgendwie die gleichen Sachen rumlagen, bisher, ja, finde ich es ein bisschen merkwürdig und habe das Gefühl, dass der erste Tag nochmal von vorn losgeht. Allerdings haben wir mehr E-Mails. Am ersten Teil hatten wir nur drei und jetzt haben wir sechs. Deswegen schauen wir mal. Gefahr, verschwinden Sie. Ende der Nachricht. Verschwinden Sie von January. Okay. Das, ich weiß nicht, ist sehr merkwürdig. Ich würde auch sagen, ein klein wenig angsteinflößend. Klemmt immer noch. Guck mal, dass ich zumindest die Sachen noch einfange, also mitnehme, die wir vielleicht noch mitnehmen können. Okay. Ah, und der Sekt steht auch woanders. Notiz. Herzlichen Glückwunsch, Morgen. Geht's wieder von vorn los? Hä? Täglich grüßt das Murmeltier oder was? Aber es ist nicht alles komplett gleich. Aber natürlich, das sieht immer noch zu kacke aus. G essen, F nehmen. Okay. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie es weitergeht. Aber ich würde fast behaupten, der Tag geht wieder. Ich weiß auch nicht so richtig. Geht der Tag? Oder was wollen die nur, dass ich denke, dass der Tag wieder von vorne losgeht? Irgendwas ganz Merkwürdiges geht hier ab. Wir gehen zurück ins Bett. Was? Da ist jemand tot, glaube ich. Ach, wenigstens der Fisch lebt noch. Das war mir jetzt wichtig. Boah, ist die Taschenlampe hell. Krass. Nice. Rohrzange. Hallo Morgan, wir sollten reden. Mein Codename ist January. Das ist kein Traum. Was gestern geschah, war real. Wenn Sie wissen möchten, was los ist, müssen Sie erst Ihr Apartmentgebäude verlassen. Sie sind dort nicht sicher. January oder was? Das ist der Typ, der uns gesagt hat, Gefahr, verschwinden Sie. Das ist ja jetzt ein Mann, gestern war es eine Frau. Oder die Frau wurde einfach zum alten Zombie-Mann oder so. Universelle Komponenten, Reinigungsmittel und Klebstoff für Reparaturen. Nehmen wir mal. Taschenlampe füllt sich auch von alleine auf. Hat unten links eine Anzeige und die geht dann wieder. Wird dann wieder voll. Sehr schön. Moment mal, waren hier nicht. Der Weg zum Fahrstuhl? Hallo? Gehen wir davon aus, dass wir jetzt vielleicht, weil es ja klemmt, hier raus können. Puh. Also, gestern war ich bestimmt noch in meinem Apartment. Und heute bin ich irgendwo anders, was halt nicht mehr mein Apartment ist. Deswegen fehlt auch da der Fahrstuhl, deswegen ist es auch jemand anderes da. Okay, langsam wird's verrückt, geil, mysteriös, nice. Krass. Oder haben die mich schon die ganze Zeit beobachtet? Sie sind im Simulationslabor. Gehen Sie jetzt zum Ausgang. Ich bleibe in Kontakt. Krass. Ist auch geil, wie auf den Scherben kurzzeitig das noch angezeigt wird und dann ist es weg. Wahnsinn. Ja, gute Physik, das hatten wir ja schon. Geil. Okay, also langsam, aber sicher macht das Spiel immer mehr Spaß. Schade, dass man die Glasscherben nicht noch weiter kaputt machen kann. Ah, wenn ich mich überanstrenge, dann frisst das auch Energie.
Das habe ich gar nicht mitgekriegt, was der Typ mir gesagt hat, aber wir werden es auch so finden. Aktivitätenprotokoll, 22. Februar 2035, schläft, wacht auf, stellt Alarm ab, schaut auf Transcribe, am Computer verschiedene Aufgaben, duscht, legt Uniform ein, verlässt Apartment. Ich wurde beobachtet, ich war einfach nur ein Experiment oder so. Tägliche Tests, wenn Sie schon mit unserer Hauptproduktlinie zu tun hatten, wissen Sie, dass wir uns manchmal noch mehr anstrengen müssen, um unsere Meilensteine zu erreichen. In diese Entscheidungen fließen jegliche Risiken ein. Die Verlängerung auf unbestimmte Zeit war eine direkte Bitte sowohl von Alex als auch von Morgan. Sylvia... Ach, ich drücke mal die falsche Taste. Sylvia Bellamy. Oh, fuck. Mittlerweile ist Morgan so erschöpft, dass wir kaum noch nützliche Ergebnisse erhalten können. Die langfristigen Schäden, die wir höchstwahrscheinlich durch ständiges Installieren und Entfernen von Neuromods verursachen, erwähne ich gar nicht erst. Warum haben wir die Tests nochmal auf unbestimmte Zeit verlängert? Ein Kommentar zu heute Morgen. An alle Mitarbeiter, ich weiß, der Vorfall von heute Morgen hat uns alle schwer getroffen. Bitte unterlassen Sie jeglichen Kontakt außerhalb Ihrer Abteilung, um unnötige Panik zu vermeiden. Es wird in Kürze eine stationsweite Ansage geben. Bis dahin befinden sich Mrs. Ellasar und ihr Sicherheitsteam in höchster Alarmbereitschaft und werden sich um Ihre Anfragen kümmern. Ich weiß, manche von Ihnen machen sich Sorgen um Dr. Bellamy oder Bellamy. Er wird derzeit im Traumazentrum behandelt. Sein Zustand ist kritisch, aber stabil. Vielen Dank für Ihre Geduld und Hingabe für dieses Projekt. Alex Hugh. Interessant, dass er nicht kaputt geht, der Monitor. Hat mich mein eigener Bruder etwa in einem Labor als Laborrate verwendet? What? Dieser Schuft. Ja, den werden wir auf Garanti nochmal wieder treffen. Ich bin sehr gespannt, was er mir dann für eine Ausrede erzählt. Wir schauen uns erstmal um und nehmen alles mit, was wir mitnehmen können, bevor wir in die richtige Richtung gehen, weil ich glaube, wir müssen da lang. Krass, krass, krass. Selbst hier haben sie mich beobachtet. Simulation Lab. 744. Die scheinen gerne diesen Sekt zu trinken, wie es aussieht. Das blendet ja fast schon so hell, wie die Taschenlampe ist. Aber besser als wenn's... Wo liegt denn hier Klopapier? Besser als wenn's zu wenig Licht machen würde, also zu dunkel wäre mit der Taschenlampe. Das nervt dann noch mehr. Warning. Simulation Soundstage. Aha. Von außen kommt man also rein. Also durch die Tür meine ich jetzt. Gehen da also auf. Hm. Oder nicht? Was war das gerade? Hab ich gerade mal was gesehen? Bin mir noch nicht so sicher, was ich davon halten soll, aber wahrscheinlich ziemlich scheiße werden. Geht nicht weiter, oder? Hier ist der... Ach so, die ganzen Wände kann man drehen. Hier ist der Fahrstuhl. Ja, dann war ich auch gestern nicht in dem Apartment, sondern hier drin, logischerweise. Und die können aber halt die Räumlichkeiten... Da war so ein Ding. Die können die Räumlichkeiten halt so abändern, dass es mir so vorkommt, als ob... Kann oder muss ich die kaputt machen? Ich habe keine geile Waffe, ich gehe mal weiter. Dass es mir so vorkommt, als ob ich halt wirklich in dem Gebäude war. Wobei, wie haben sie es? Okay, ich glaube, das ist platt. Hat mir aber ein bisschen Energie abgezogen. 86 und Schutz 98. Wie haben sie es denn da gemacht mit dem Hubschrauber? Habe ich das nur geträumt, oder... War das doch echt? Oh, ich bin echt krass geil verwirrt, ey. Aber der Hubschrauber, das... Hä? Wie haben sie das denn simuliert? Das sieht ja echt alle nach einer krassen Simulation aus. Also müssen sie da auch das mit dem Hubschrauber simuliert haben. Big Brother mal ganz anders. Fertigungsauftrag Nummer 65489. Liefern an Marco Simmons. Fabrik
Fabrikationsabteilung. Bestandsnummer. Kompletter Bestand fehlerhaft. Mit Fabrikation besprechen. Passwort ICOP 0876. Drück mal die falsche Taste wird an. Ich denke mal, das linke Maus, das da auswählen ist. Erinnerung an die Firmenpolitik im Umgang mit Passwörtern. Wir möchten Sie an einen wichtigen Abschnitt aus unserer Firmenpolitik erinnern. Passwortsicherheit. Teilen Sie niemandem Ihr Passwort mit. Passwörter sind streng vertrauliche Informationen. Verschicken Sie niemals Passwörter, notieren Sie niemals Ihr Passwort oder legen Sie es auch nicht in Ihrem Büro. Wenden Sie sich bitte unverzüglich an die IT-Abteilung, bla bla bla. Ein Kommentar zu heute Morgen an alle Mitarbeiter. Ich weiß, der Vorfall, okay. Misslungene Installation. Simmons, die heutigen Testergebnisse waren alle negativ. Haben Sie die korrekten Neuromod installiert? Schließen Sie sich mit Graves kurz und finden Sie heraus, was schiefgelaufen ist. Das sollte oberste Priorität haben. Mehr? Ne. Ah, das Passwort kennen wir natürlich nicht. Interagieren, untersuchen. Vielleicht ist es ja... Oh fuck, wie war die Zahl jetzt? Da war eine Zahl drin. War das eine vierstellige Zahl? Ich kann auf Garantie das irgendwo nachschauen. Daten. Passwort. 0876. Hätte ja sein können. Gibt's sonst noch irgendwo ein Passwort? Der Safe Code ist... Moment mal. War doch hier bestimmt mal eingetragen. Der Safe Code ist. Muss ich weiter weg, um es zu erkennen? Was? Ja, das ist, ich sehe gar nichts, ehrlich gesagt. Das hier ist Umrandung. Oh, was? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das soll man nicht darauf erkennen. Na gut, weiter. Rohrzange. Die Industrierohrzange Hephaestus, auch Heffi genannt, ist das Standardmodell für das Wartungspersonal der Transtar-Einrichtungen. Eignet sich für die freimütige Anwendung perkussiver Wartung und mechanischer Auseinandersetzung. Dabei verbrauchst du Ausdauer, ich weiß. Emergency phone. Warning. Do not open door while simulation in progress. Warning. Gut. Meine Etage Dach. Hallo? Jetzt drehen sie wohl komplett durch, oder was? Hier ist der Hubschrauber. Aber wie haben sie es denn dann hinbekommen, dass ich gedacht habe, wir würden wirklich fliegen? Hm. Sehr, sehr interessant. Aber ich kann mir gerade kein... Ich hätte gedacht, wäre alles verspiegelt, aber das... Sind normale. Ach nee, krass. Das sind echt Spiegelwände. Okay. Dann könnte es wirklich so sein, dass die das alles auf dieses Glas projizieren. Wobei, man hat ja hier auch noch ausgesparte Stellen. Hm. Schwierig, schwierig. So hundertprozentig kann ich mir das ehrlich gesagt noch nicht erklären. Ist hier noch irgendwie was? Lauf mal einmal ab! Es macht Spaß, die Sachen kaputt zu machen. Das klingt auch gut. Wenn man nur im echten Leben Glas kaputt machen könnte. Also,
Ohne halt, dass es blöde Konsequenzen hat. Man kann auch im echten Leben, glaube ich, man kann auch im echten Leben Glas kaputt machen, aber dann hat das meistens eher unangenehme Konsequenzen. Jetzt sind wir in diesem merkwürdigen Testingraum. Da kann ja echt gar nichts mehr zu gehen. Wieder. So. Und schon ist der Testraum wieder zu der Lobby geworden. Also das mit dem, wie gesagt, das kann ich mir zwar noch nicht zu 100% erklären, wobei hier haben wir noch irgendwelche komischen Sachen dran. Er wird schon irgendwie mit dem Glas sein, wird schon irgendwie mit dem Glas sein, denke ich. Was sonst? Ist das auch nur Fake Class? Nee, ne? An error has occurred. Die versuchen ja schon so ein bisschen lustig zu sein in dem Spiel. Kann es sein? Ein Kommentar zu heute Morgen. Brauchen wir nicht. Szenenauswahl. Hinweis. Autorisierte Szenenübertragungszeiten sind, wenn sich Testperson MU im Aufzug befindet, Wartungsarbeiten zwischen Testläufen. Melden Sie technische Probleme unverzüglich. Dr. Sylvian Bellamy. Dacheingang. Ach so. Krass. Das ist der Szenenwechsel. Testverwaltung setzt die Testräume auf die aktuelle Konfiguration zurück. Betroffene Testräume anziehen. Mit der Schnellauswahl kannst du schnell zwischen Waffen und Kräften wechseln. Weise der Schnellauswahl Waffen und Kräfte aus deinem Inventar oder Favoritenrad zu, indem du sie anwählst und anschließend eine Nummerntaste zum Anweisen drückst. No Smoking Area. Oh, da ist wieder so ein Monster. Moment, ging es hier eigentlich weiter? Ja, jetzt sind wir den. Testräumen. Typhon Kakoplasmus. Jeder nennt sie Mimics. Achten Sie darauf, was Sie aufheben. Mimics. Was? Ach Scheiße, ich dachte, das wäre noch Klaas. Kaputt? Ja, ne? Aber was, nur noch 37? Wie kann ich noch mal? Moment, Inventar. Okay, es ist eigentlich egal. Ich stelle 24 Gesundheit wieder her. Noch so wenig? Okay, ich meine, ich hätte noch ein bisschen Nascherei, aber ist okay. Liegt wahrscheinlich am Schwierigkeitsgrad. Meistens ist es dann so, dass bei höherem Schwierigkeitsgrad die Heilungskräfte der verschiedenen Mittel geringer sind. Na, ich komme schon damit klar. Ich meine, sobald wir dann keine Nahkampfwaffe mehr haben, wird das schon was. Morgens Verhalten. Nach Morgens Ausbruch bei der Befragung hat Alex gebeten, alle Befehle über ihn laufen zu lassen. Es steht eine psychologische Begutachtung an und Alex möchte keine Überraschungen mehr mit Morgen erleben. Wir übrigens auch nicht. Natürlich hat er Morgen, wie erwartet, alles über den vorherigen Test vergessen, aber die aggressive Reaktion auf dieselben Testkriterien war eine ganz klare Abweichung. Meine Empfehlung wäre, die Persönlichkeitsabweichung vor kommenden Tests bei Befragungen und während des Tests selbst zu erfassen. Auch nicht. Ist lustig, hier die Sachen kaputt zu machen, das kann ich schon mal sagen. Alex. Simmons, was ist hier los? Es gibt ein Problem. Was ist?
Er lebt noch. Sediert. Alles klar. Bin unterwegs. Okay. Also der Alex Yu scheint zumindest zu existieren, aber er weiß, ob das wirklich mein großer Bruder ist. Gott, ich kann mir echt noch überhaupt... Ich kann mir noch nicht mal ansatzweise vorstellen, wo das Spiel hingeht. Das ist ein gutes Zeichen. Exit to Lobby, Skill Recorder, Stage B, Control Room. Bin ich jetzt auf der Erde oder bin ich auf dieser Raumstation? Das würde nämlich Sinn machen, dann würde ich nämlich auch verstehen, warum man so merkwürdig... Das war jetzt ehrlich gesagt nicht der Plan, aber geil, dass es geht. Dann würde ich jetzt auch verstehen, wieso ich so merkwürdig springe. Also, hallo? Komme ich etwa... Ach, das ist ja krass. Das ist aber erstmal richtig, richtig, richtig geil, dass man das machen kann bei dem Spiel, weil bei den allermeisten Spielen sind halt unsichtbare Wände oder so und dann kann man sowas halt nicht machen. Das ist geil. Stage B Control Room. Lass mal gucken, wo es hier hingeht, weil ich gehe mal davon aus, wir müssen zum Exit Room. Da hat sich gerade was bewegt. Das hier. Wusste ich doch. Krass, diesmal habe ich es geschafft, ohne, glaube ich, verletzt zu werden. Das war taktisch ein bisschen schlauer jetzt. Ah, man kann die Mimik gleich untersuchen. Aber es ist, glaube ich, das erste Mal, dass sowas gedroppt wird. Typhon-Organ. Typhon-Organe enthalten exotisches Material, das der Härtung von Neuromods dient. Mimik-Tumor. Ein Klumpen, der als Nebenprodukt einer Mimik-Transformation entstanden ist. Warum kann ich das nicht nehmen? Nehme Nekropsie. Ah, ich brauche dafür Nekropsie. Ist eigentlich irgendwas fürs Leveln halt. Hallo, Grete Mikkelsen. Leiche. Ein Apfel? Was für ein Apfel? Methuselah-Apfel. Ein glänzender, frischer, roter Apfel, der speziell gezüchtet wurde, um unter den Bedingungen an Bord der Talos 1 zu wachsen. Ich sag doch, wir sind schon auf dieser Talos 1. Das macht doch alles keinen Sinn. Das hätte man ja eigentlich schon denken können, als die erste merkwürdige Frucht da kam. Drücken Sie OK, um die Simulation zurückzusetzen. Simulationsszene. Hinweis, bei technischen Problemen bitte Dach von Echelon. Überraschungsangriff aus aufgetarnten Mimik. Was ist das? Ha! Das war mal richtig gut. Aber der hinterlässt auch was. Haben die anderen auch was hinterlassen? Nee, oder? Das hätte ich noch gemerkt. Oh, krass! Fuck, wie habe ich das nicht gesehen, wie das passiert ist? What? Ja, es sind wirklich die Dinger. Ich meine, die haben so eigentlich ein paar Scheiben kaputt gemacht, das heißt, es dürfte eigentlich gar nicht mehr so funktionieren, aber... Alter, ist das krass. Das ist heftig. Aber es ist so geil gemacht, so eine geil verrückte Idee. Looking Glass. Ich würde sagen, wir machen hier. Also ich bin fasziniert von dem Spiel auf jeden Fall. Einige neue Ideen, jetzt schon nach 5 Minuten Spielen quasi schon einige neue Ideen drin. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Cut. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Ich will auch einen neuen Spielchen machen. Ja, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschüss.